Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, hier wieder meine neue Runde Call of Duty Modern Warfare. Ja, okay, Intro gefällt mir auch gerade nicht, egal. Behalte ich mal. Natürlich, wir haben heute hier eine neue Shotgun reinbekommen im neuesten Update für Call of Duty Modern Warfare. Und die Waffe kennt ihr wahrscheinlich. Tja, hier die Check 12, hier eine neue Shotgun mit Vollautomatik und mit guter Muni. Und, ja, wir hätten Drachenatem, Flintenkugeln und auch Granatenmuni mit dabei. Ja, richtig gehört, aber im heutigen Waffenguide nur eine normale Waffenklasse, die ihr nachbauen könnt für den Multiplayer. Wenn ihr drauf Bock habt, könnt ihr gerne dranbleiben und dann viel Spaß mit meinem Video. Im heutigen Waffenguide haben wir die Waffe gebaut auf effektive Reichweite, aber auch auf Muni und Beweglichkeit. Unter anderem Bügelbogen für mehr Schaden und Reichweite. Ihr könnt aber auch Marauder verwenden, dadurch habt ihr aber weniger Mobilität, werdet aber auch auf der Karte nicht mehr markiert. Mit dem Stadtkönig habt ihr noch mehr Z-Vorgeschwindigkeit, mehr Beweglichkeit, dafür aber weniger Reichweite. 5 MW-Lesenmarkierer, total wichtig, dadurch könnt ihr leichter nach dem Sprinten feuern und leichter treffen. Gemusterte Griffband, auch nochmal hier für ZV und Sprinter-Time. Und dann hier nochmal mit einem Drum-Mag für nochmal mehr Muni mit dabei. Hier nur 8 Kugeln reichen manchmal nicht. Ihr könnt aber auch hier unten hier die Frag-Muni freischalten. Aber ja, die braucht man nicht unbedingt. Mit dabei hätte ich hier noch hier eine Nahkampfwaffe, damit man schneller laufen kann. Und zusammenflecken, Hardliner eifrig, Alt-Tempo Blinderer auffüllen, Wurfmesser, Blendgranate. Eine geile Waffe mit einer guten Mobilität. Die Waffe kennt ihr wahrscheinlich, weil hier die Schlag 12 wäre natürlich hier die AA 12 von Call of Duty Modern Warfare 3 oder von anderen Call of Duty Teilen. Hohe Feuerrate, hoher Schaden. Naja, für eine normale Shotgun aber noch immer relativ schwach. Macht gerne Hitmarker und ja, manchmal muss man echt mal flüchten von den Gegner. Ich finde die aber echt gut. Man kann mal gut reinpushen mit ihr. 3-4 Leute wegholen oder noch mehr. Einfach reinsprayen und brain. Kennt ihr natürlich. Eine kleine Noob-Waffe. Aber wenn ich ehrlich bin, die Waffe gefällt mir eher weniger in Call of Duty Modern Warfare. Durch den geringen Schaden und durch die schlechte Mobilität braucht ihr wirklich hier meinen Waffenguide, damit ihr damit gut klarkommen könnt. Oder mit ein klein wenig Übung natürlich mit anderen Kugeln. Aber ich denke mal in Warzone wird die Waffe auch weniger abfacken, weil wirklich stark wurde die hier nicht gemacht in Call of Duty Modern Warfare. Aber egal, gerne hier freischalten, dafür müsst ihr nur Leute aus der Hüfte töten mit der Shotgun in ein paar Runden. Und dann gerne probieren, wenn ihr Bock habt. Und ja, noch nebenbei noch andere Neuigkeiten. In Call of Duty Modern Warfare kam ja ein Update, da wurden Kleinigkeiten behoben. Und ja, eigentlich relativ unwichtig, werde ich aber unten nochmal verlinken, da nochmal neue Modi mit drin. Und bei Call of Duty Cold War, da hätten wir auch nochmal eine kleine Änderung. Nämlich hier die Milano wurde runtergenervt. TDM hat jetzt mehr Punkte bekommen. Und die Entwickler arbeiten an den Servern natürlich. Und ja, ihr könnt momentan schon pre-launchen für Xbox und für den Computer, wenn ihr vorbestellt habt. Und dann natürlich dann übermorgen durchstarten. Und jo, wir hätten dann noch einen kleinen wichtigen Punkt, nämlich PlayStation 4 hat ein Update gebracht und einige Leute haben dadurch keine Freunde mehr, können keine Party öffnen. Ach ja, und die Party wird abgehört. Bedeutet, wenn ihr dann Leute beleidigt oder whatever und die Leute melden euch, könnt ihr dadurch natürlich leichter gebannt werden. Mein kleiner Tipp, einfach hier vorsichtig bleiben, weniger rumbeleidigen im Internet allgemein. Und ja, wenn es euch irgendwie nicht gefällt, dann könnt ihr meinem Video natürlich einen Daumen nach unten geben. Ich würde mich aber an der Stelle freuen, wenn ihr auch reinschreibt, warum. Weil viele Leute machen wirklich nicht und ja, Real Talk, wenn man hier Feedback abgibt, kann man das sich natürlich nur verbessern. Und ja, wenn es euch aber gefallen hat, dann natürlich Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Modern Warfare und Cold War Content. Da werde ich eventuell noch ein Video machen, paar Male live übertragen und bald kommt ja das Spiel, nur noch 4 Wochen in etwa. Und ja dann, meine Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Video.